Jesus Christus offenbart durch Gottfried Mayrhofer Lebensgeheimnisse. Kapitel 20 vom 24. Februar 1872. Materielle und geistige Welt. So spricht der Herr. Schon früher habe ich euch in einigen Worten als wie die Gedankenwelt und wie im Leben gezeigt, wie vielseitig das geistige Leben ist und wie es aufgefasst werden muss, um einen schwachen Begriff von meiner Welt und meiner Macht zu haben. In dem Worte für Kurzsichtige im Band Schöpfungsgeheimnisse habe ich euch ermahnt, meine Natur im Großen zu studieren, denn einen großen, allmächtigen Schöpfer könnt ihr leichter fassen und begreifen in seinen großen Werken, während bei einem tief eingehenden Forscher ich auch bei seinem Rundgang in meinen unscheinbaren Werken groß, unerreichbar in den kleinsten Infusionstierchen erscheine. Ich habe euch alles dieses vorausgeschickt, damit ihr eure geistigen Augen und Ohren stets offen halten möget und den Strom des geistigen Lichtes und den Ton oder die Stimme meiner geistigen Weltensprache zu vernehmen, wenn sie in und aus allem Geschaffenen euch das große Lied der ewigen Liebe und des nie versiegenden Erbarmens verkündet, das auf jedem Schritt und bei jedem Pulsschlag euch des Vaters Liebe und seine Gnade verkündet. In dem Worte Zeit aus dem Bändchen Weihnachten teilte ich euch mit, was die Zeit ist und wie ihr sie benutzen sollt. Und in der Menschenwürde sagte ich euch, was ihr tun und lassen solltet, um meine Kinder angetan mit meinem Ebenbild zu werden und wie ihr würdig dieses Bild handeln solltet. In der Gedankenwelt erklärte ich euch, wie alles materiell Geschaffene, alles Getane, nur nach seinem Ursprung, der ihm zugrunde liegenden Idee, einst abgewogen und beurteilt werden wird. Und jetzt sende ich euch wieder ein Wort voll des hehren Schöpfungsgeistes, um euch in neuer Ansicht meine Schöpfung, meinen Zweck mit ihr deutlicher vor Augen zu stellen, damit ihr einmal sehen, lernet und mitten im Weltgetümmel und Treiben weltlich-menschlicher Leidenschaften erkennen sollt, dass weit über alles körperlich-materielle hinaus der Geist, mein Wille, der große Träger alles Geschaffenen ist, es entstehen macht, es eine Zeit lang erhält und dann wieder durch Formveränderung einem höheren Ziele entgegenführt. In der Gedankenwelt sagte ich euch, dass der Gedanke, die leitende Idee, höher steht als alles Materielle, ja, dass er die Grundbasis alles Bestehenden ist. Und jetzt will ich euch beweisen, wie das rege Treiben der Gedankenwelt als ein Geisterreich betrachtet, eben auch der eigentliche Faktor alles sich kundgebenden Lebens, alles Bestehenden und Vergehenden ist, und das eben durch meine Schöpfung, die nur ein geistiges Produkt ist, zu begreifen und zu fassen, ihr als Geister denken, als Geister mein Machwerk, also das Schöpfungswerk, anschauen und als Geister den Verlauf des ganzen geistig-materiellen Lebens betrachten müsst. Wollet ihr eine rechte Idee von mir, von meiner Schöpfung, von deren Dauer und von euch selbst haben? Denn sonst seid ihr mitten im Glanzlichte meiner Wunder nur Blinde, mitten im großen Harmoniekonzert meiner Sphären und Weltenmusik den Tauben zu vergleichen. Und so will ich euch nun mit mir nehmen auf einen geistigen Flug durch die von aller Materie entkleidete Geisterwelt, damit ihr erkennen und begreifen möget, wer derjenige ist, welcher die euch umgebende Welt erschuf, warum er sie erschuf
und warum er euch, sowie alle geistig lebenden, intellektuellen Wesen, je nach ihrer Fassungsfähigkeit mit Mitteln ausgestattet hat, ihn, den allmächtigen Herrn und Schöpfer, sowohl als ihn, den ewig nur liebenden Vater, begreifen und fassen zu lernen. Seht die Welt, sowohl die großen Geister als die materielle Welt, welche nur eine Überkleidung der ersteren ist, ward geschaffen, um sichtbar das auszudrücken, was für materielle Wesen unsichtbar im Geisterreich, als dem urewigen Träger alles Schönen, Wahren und Guten, von mir als Ausdruck meines Ichs und meiner Eigenschaften schon längst bestand und ewig bestehen wird. Diese sichtbare materielle Welt, die also nur Geistiges verhüllend, demselben zum Leiter und Vervollkommner dienen muss, diese materielle große Welt, von den Zentralsonnen angefangen bis zum kleinsten Infusionstierchen, hat also keinen anderen Zweck, als das in sie gelegte Geistige durch die Materie zu einer höheren Stufe zu führen. Das in die Materie aber geistig Eingeschlossene nur allein bestimmt ist, erstens die Materie zu diesem Vervollkommnungsprozess stets anzuregen, um am Ende aller geläuterten und vergeistigten Materie allein als bleibendes, nie zu vernichtendes Ewiges übrig zu bleiben, um so Zeugnis von dem zu geben, der es schuf, der, ein ewiger Gott, nur Ewiges, aber nicht Zeitliches je erschaffen konnte. Nun sehet, meine Kinder, erhebet euch über die Materie und betrachtet alles Geschaffene als geistiges Produkt. So wird eurem geistigen Auge klar werden, was geistiges Leben, was materielles Leben ist. Denn geistiges Leben ist das ewige Drängen des in der Materie gebundenen Geistes. Und materielles Leben ist die durch dieses Drängen in der sichtbaren materiellen Welt sich zeigenden Veränderungen als Entstehen, Bestehen und Vergehen. Nun, die ganze Unendlichkeit ist voll von geistigen Wesen, eben weil die Unendlichkeit mein Ich ausmacht, wie euer Körper ebenfalls das Ich eurer Seele sichtbar vorstellt. Alles dieses Geistige in der Unendlichkeit hat seinen zweckmäßigen Fortschritt. Alles hat seinen Zweck, sein Warum, wo es sich binden, wo es sich lösen muss. Und wenn es in Materie gebunden, wann es wieder von dieser befreit als Geistiges nur selbst bestehen kann. So entstand die jetzige Welt, so werden stets neue Welten aus den vergangenen Aufgelösten hervorgehen, und so begründet sich die Unendlichkeit als ein Begriff, auch für endliche Wesen fassbar. Wie das letzte geistige Partikelchen gebunden in festes Gestein, durch die Materie sein Leben äußernd, stets den Stein treibt zur Veränderung, zur Auflösung, um anderes auf höheren Stufen zu werden, so ganze Weltensysteme, so ganze Welten alle und selbstendlich die ganze sichtbare Welt. Dieses geistig-materielle Streben, Leben genannt, weil es sich als Bewegendes, als Tätiges kundgibt, dieses ist es, welches überall gleich, nach dem nämlichen Prinzip den letzten Wurm wie den größten Sonnenkörper oder den noch in materielle Hülle gekleideten Engelsgeist vorwärts treibt, zu höheren Stufen, zu höheren Seligkeiten und größeren Genüssen. So wie euer eigener Körper nur dazu dienen sollte, die Seele zu vergeistigen, indem er sich durch gerechte Lebensart als gerechtes Werkzeug zu menschenwürdigen Handlungen nur brauchen lassen sollte, um dadurch diesen Vergeistigungsprozess der euch innewohnenden Seele zu bewerkstelligen und zu beschleunigen, ebenso die größte Zentralsonne und der ganze große Weltenmensch mit seinen in Zeiträumen nicht zu berechnenden Aufgabe, damit das Geistige stets mehr entbunden frei, höheren Stufen entgegengeführt, seinem Zwecke entsprechen kann, siehe auch die 12 Stunden. So wie ich euch in dem Worte-Gedankenwelt die ganze geistige Sphäre aufgedeckt habe,
welche eigentlich der Träger alles Sichtbaren ist. Ebenso will ich euch hier begreifen und erfassen machen, die Idee des geistigen Lebens, welches die Materie drängt, sich zu vergeistigen, wodurch sie als materielles Leben euch sichtbar vor die Augen tritt. Unaufhörlich geht dieses Drängen und Treiben fort, wie der Strom der Zeit, wie das Leben der Gedankenwelt, entstehen, zeitweises bleiben und wieder vergehen. Das sind die sichtbaren Belege der nie ruhenden Geisterwelt. Ewig drängt es vorwärts und aufwärts. Von dem kleinsten Ätheratom angefangen, drängt alles zum Beginnen, zum Bestehen und Vergehen oder Eingehen in höhere Ordnung. Seht doch eure eigene Welt mit geistigen Augen an. Wie vielfach ist dort der Stoffwechsel? Wie viel Geistiges wird in jedem Augenblick frei, freiwillig oder gezwungen, um dann andere Verbindungen anzutreten? Seht bei den lebenden Wesen und Tieren aller Art, welch ein Verzehren, welch ein Morden. Ja, selbst ihr Menschen, wie viele geistige Leben zerstört ihr selbst täglich, um euren Magen Nahrung oder ausgesuchte Leckerbissen zu bereiten? Wie viele Tiere schickt ihr in die andere Welt, weil eben keine geistige Unterhaltung euch beschäftigt, sondern wie bei Jagden ohne Not nur die Lust des Mordens euch ein Zeitvertrieb ist? Millionen und Millionen von entbundenen Seelen der Tierwelt entgehen durch dieses nicht immer zu rechtfertigende Treiben ihrer eigentlichen Bestimmung, auf langsamen Wege ihr Ziel zu erreichen. Und es müssen die größten Teile der geistigen Partikel erst in dem Verzehrer und durch denselben den weiteren Fortschrittsprozess durchmachen. Aber wenn dieses auch geschieht, und zwar so manches gegen meinen Willen und gegen meine Gesetze, so hält es doch nicht im Mindesten den allgemeinen Entwicklungsgang auf, dem ich die Welt unterworfen habe, sondern dieser Entwicklungsgang wird nur durch solch, wenngleich widerrechtliches Treiben beschleunigt und befördert. Und wenn Misszustände aus dem Sündigen gegen meine Gesetze entstehen, so werden nur die Täter und Hervorrufer solcher Kalamitäten selbst bestraft, und zwar durch ihr eigenes Gebaren. Mich aber hindert nichts in meinen mir vorgesetzten Plänen, meine Welten zur Reife zu bringen, mein in selbe gelegtes Geistiges wieder vergeistigt zurückzuerhalten. So ist die ganze sichtbare Welt und ihr sichtbares Leben nur das Scheinende, welchem das Geistige Tiefere zugrunde liegt. Und so ist wie beim kleinsten Tierchen oder festen Gestein, auch bei großen Welten die Dauer eines jeden durch das Freiwerden seines in seine Hülle gebundenen Geistigen bedingt. Wie bei euch Menschen nach natürlichem Verlauf eurer Lebensperiode der Tod erst erfolgen sollte, wenn eure Seele zum Übergang ins Jenseits reif ist, ebenso bei Welten und Zentralsonnen, wenn in ihnen alles vergeistigt ist, dann vergehen sie oder lösen sich von Stufe zu Stufe auf, werden immer geistiger, haben immer leichtere Materie, bis ins Luft- oder Gasartige, wo dann sie auch nur für Wesen bestimmt sein werden, die mit den leichtesten materiellen Körpern umkleidet dort wesen können. So wie euer eigener Körper einst bei höchster geistiger Stufe auch nicht mehr diese schwere Materie als Umkleidung haben wird, die ihr heute mit euch herumschleppt, ebenso wird auch eure Erde einst vergeistigt, statt fester, schwerer Materie nur ätherische Stoffe, ätherische Bewohner haben, die mit ihrem Erdball Schritt haltend, sich stets mehr und mehr vergeistigend, dann ebenfalls, nicht durch große Elementarereignisse, samt ihrem Wohnort in andere Verhältnisse übertreten, welche dem geistigen Standpunkt angemessen sein werden. So seht ihr stufenweise das geistige Leben nach und nach sich aus dem Materiellen entwickeln. Seht, wie das eine nur Ausdruck des anderen ist. Begreifet leichter, wie ich die Welten geschaffen habe, und ahnet, wie groß die Perioden sein müssen, die nötig sind,
solche Vergeistigungsprozesse zu bewerkstelligen. Und doch habt ihr noch kein geistiges Auge, um zu sehen, mit welcher Gedankengeschwindigkeit dieser Entwicklungsprozess vor sich geht. Noch habt ihr keine Idee, was eine Zeitsekunde in Bezug auf diesen Läuterungs- und Verfeinerungsprozess Millionenfaches leistet. Und erkennt noch nicht, selbst in dem weltlich-politischen Treiben eures kleinen Erdballs, den geistigen Wind, der die großen Saiten des geistigen Weltinstruments vibrieren macht. Es schallen die Harmonien durch die ganze Unendlichkeit, aber stumm und taub verhaltet ihr euch dabei. Erkennet nicht, sehet nicht, höret nicht, wie alles mit Sturmeseile, mit der Geschwindigkeit der Gedankenwelt sich trennt, den Prozess der Befreiung vom gebundenen Materiellen anzubahnen. Ihr leset Zeitungsartikel, aber verstehet nicht zwischen den Zeilen zu lesen, versteht nicht hinter den Worten als materielle Träger einer geistigen Gedankenwelt zu ahnen, welch großes Geisterleben dahinter steckt, welches weit erhaben über alle kleinlichen Berechnungen und menschlichen Spitzfindigkeiten ungestört seinen Entwicklungsgang fortgeht. Und eben deswegen will ich euch wieder einen Fingerzeig geben, damit ihr aufwacht aus euren weltlichen Träumen und klar erseht, wie weit hinaus über alle Weltgebirge und Throne dort oben in jener Geisterwelt andere Gesetze walten, als die im menschlichen Kodex geschrieben sind, welche einer Zentralsonne sowohl wie dem kleinsten Atom sein Leben geben, um mittels dieses Lebens seinen Zweck zu erfüllen. Das heißt, sich vergeistigend dem Herde alles Lichtes sich wieder zu nahen, von wo es einst ausgesandt wurde, um individuell als großer Weltkörper oder als Wurm seinen Lebens- und Entwicklungsprozess durchzumachen. Noch treibt euch mehr Neugierde als Wissensbegierde zum Lesen meiner Worte. Noch habt ihr nicht ein Wort erfasst, wie ein geistiger Mensch als Abkömmling von mir es erfassen konnte. Noch ist euer Leben zu sehr materiell, noch gehört ihr immer mehr der Welt und nicht euch selbst oder gar mir an. Und eben deswegen muss ich euch von Zeit zu Zeit Mahnworte schicken, auf dass ihr aufwachet, damit ihr wenigstens in der Zeit eurer geistigen Konzentration fähig sein möget, euch über das gewöhnliche Leben hinauszuschwingen, euer Aug und Ohr dem zu öffnen, was stets und immerwährend aus allen Winkeln der Schöpfung euch entgegenleuchtet und entgegentönt, nämlich dass ihr Geister seid, welche nur auf kurze Zeit mit Materie umkleidet, bald wieder in Verhältnisse kommen werden, wo eben nur euer geistiges, nicht aber euer materielles Leben in der Waagschale etwas wert sein wird. Daher lasset mich nicht umsonst euch mahnen. Die Zornschalen Johannes werden geleert werden. Und schon sind es einige. Die Siegel des großen Schöpfungsbuches werden gelöst werden. Und es werden Zeiten kommen, wo ihr all euer Geistiges brauchen werdet, um dem weltlichen Widerstand zu leisten und Stärke und Mut beizubehalten. Daher trachtet, meine Worte zu verstehen, sie zu fassen, wie ich sie euch gebe, damit ihr von nichts überrascht werdet, wenn etwa das geistige Leben das Materielle zum Zertrümmern altangebotener Verhältnisse trennt und Schlag auf Schlag an eure Herzen angepocht werden wird, wie einst ich es mit meinen Jüngern vor meiner Gefangennahme getan, als ich ihnen mehrmals zurief, wachet und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung fallet. Dieses rufe ich auch euch zu. Erkennet das Geisterleben. Wachet auf aus eurem weltlichen Schlafe. Erkennet die Zeit, wie sie drängt zur Lösung. Erkennet an dem Verfall alles Edlen jetzt in der Welt, dass die Zeit nicht fern ist, wo die Menschen ernten werden, was sie gesät haben. Erkennet den Strom des Lichtes, der sich über eure Welt auszugießen anfängt. Höret die Stimmen der Geisterwelt, die in großen Schallwellen an eure Ohren schlagen. Es sind die Mahnworte eines liebenden Vaters,
der seine Kinder im Drange der Ereignisse nicht verlieren, nicht einbüßen, sondern erhalten, ja, wenn möglich deren Zahl noch vermehren will, damit das Geisterleben von ihnen gehörig und im wahren Sinne gewürdigt werde und sie alle verstehen mögen, wenn auch Welten in Trümmer gehen, die Liebe eines himmlischen Vaters kann nicht wanken, kann nicht strafen, sondern nur seinen Liebesgesetzen getreu alles in festgesetzter Zeit zur Vollendung führen, damit alles wieder dorthin zurückkehre, von wannen es ausgegangen ist, und damit doch endlich auch Vater und Kind sich verstehen lernen, und das Kind begreift, was es heißt, von ihm geführt, geleitet zu werden, von dem, der Welten um Welten kreisen macht und bei allen Wundern und allem Glanze einer unendlichen Schöpfung doch auch den kleinsten Wurm nicht vergisst. So soll euer Verständnis meiner Schöpfung, so eure Auffassung des Geistes und materiellen Lebens werden. Denn nur so kommt Ruhe in euer Herz, nur so lernt ihr meine Worte begreifen und verstehen, wie ich sie euch und warum ich sie euch gebe. Solange ihr nicht diesen Standpunkt erreicht habt, solange seid ihr noch immer Lehrlinge, aber keine Kinder von mir. Meine Kinder müssen mit geistigem, offenem Blick meine Natur beschauen können, müssen dort Geistiges vom Materiellen entkleidend das Wahre erkennen lernen, müssen die Stimme meiner Geisterwelt verstehen, müssen ihre geistigen Ohren den sanften Melodien meiner himmlischen Musik leihen, damit sie alle begreifen und verstehen lernen, dass, wenngleich die Materie das Überkleidungsmittel des Ganzen ist, es doch nur so möglich war, einem lebenden Geschöpf das in der Materie verborgene Geistige verständlich zu machen und ihm dadurch den Schöpfer alles Geistigen und Materiellen näher zu bringen. Wenn so einst euer Auge und Ohr geistige Schuld den ganzen Vervollkommnungsprozess alles Lebenden und Wesenden begreifen wird, dann habt ihr selbst die Stufe erreicht, die geistig euch gebührt und welche jeder Mensch anstreben sollte. Dann hat die Zeit kein Maß und die Materie keine Dauer mehr für ihn. Er erkennt dann klar, dass hoch über allem Wesenden und Leiblichen erhaben die Geisterwelt thront und dass die Materie und das materielle Leben, Vergänglichkeit genannt, doch nur vermittelnde Faktoren sind, welche als Mittel zum Zweck zwar da sein müssen, aber nicht die Hauptsache sind. Dieses ist der Schleier der Isis, welche die alten Ägypter als Göttin der Wahrheit verehrten und von welcher sie behaupteten, dass kein Sterblicher den Schleier lüften könne. Sie hatten recht, denn wer diesen Schleier lüftend der göttlichen Wahrheit ins Antlitz schauen kann und darf, der weiß aber auch, dass er erstens Unsterbliches geschaut und zweitens, als eben auch selbst unsterblich, nur solches begreifen und verstehen kann. Für ihn hat die körperliche Materie aufgehört, eine Last zu sein. Sie ist bloß eine Hülle, die gemäß der Erkenntnis der Wahrheit stets leichter und leichter, ätherischer werden wird, wo, wenn auch die Materie durch den leiblichen Tod vom Geistigen geschieden, es keine gewaltsame Trennung, sondern nur ein leichtes, sanftes Hinübergehen von einem in den anderen Zustand sein wird, der eben deswegen schmerzlos sein muss, weil die Bande des Geistes und Körpers vergeistigt, dieselben keines Zerreißens, sondern nur ein leises Auflösen bedürfen, um dem im irdischen Körper schon hier reineren Geist gewordenen Seelenmenschen seine letzten Hemmnisse zu lösen, von wo er dann getrost sich in höhere geistige Verhältnisse aufschwingen kann. Dieses, meine Kinder, euch zu erleichtern, ist der Zweck all meiner Worte. Denn im Jenseits erwartet euch eine Geisterwelt mit anderen Bedingungen und anderen Verhältnissen. Und um euch zu diesem einst neuen künftigen Beruf tüchtig zu machen, scheue ich nicht die Mühe, durch Worte des Trostes, der Belehrung und Mahnung euch begreiflich zu machen, dass es nur einen Gott gibt,
der nur die Liebe ist und euch ebenfalls nur zur Liebe erziehen will. Denn Liebe ist mein eigenes Ich. Liebe ist der Ausdruck alles Geschaffenen. Liebe ist der Endzweck alles Bestehenden und Werdenden. Und nur mit Liebe und durch sie ist meine Schöpfung verständlich. Und Liebe ist das Einzige, was meinen Geschöpfen den Geistesadel aufdrückt, wodurch sie meine Kinder genannt werden können. Ein liebendes Gemüt versteht die Sprache meiner Natur, versteht die Sprache meiner Geisterwelt und weiß die Materie, ihr Leben und ihre Form nach dem Liebesgesetz zu deuten. Lernet daher zuerst lieben. Verbannet alle anderen Eigenschaften aus euren Herzen. Und ihr werdet eure geistigen Augen und Ohren meinem Liebesgeistesleben den Eingang offen lassen. Lernet den Inhalt meiner Worte erst geistig auffassen und dann werdet ihr erst begreifen, warum ich so viel Geduld mit euch hatte, um euch zu liebenden Kindern eines ewig liebenden Vaters zu machen. So vergeistigt ihr dann euer Ich, nähert es dem Meinen und macht euch reif, mit Ruhe und Frieden auch anderen mitzuteilen, was in euch selbst in Fülle lebt. Dieses behaltet wohl und nehmet dieses Wort als einen neuen Beleg meiner Gnade und meiner nie wankenden Geduld an, die verehrten Kinder zum Herde des Lichtes zurückzuführen, nachdem sie lange genug im Finstern gewandelt haben. So soll euch dieses Wort über Geistes- und Weltenleben eben wieder beweisen, dass noch lange nicht das rechte Verständnis meiner Worte bei euch eingetreten ist und ich es immer noch nötig finde, zu dem vielen schon Gesagten Neues hinzuzufügen, damit alle Geheimnisse meiner Schöpfung euch klar vor Augen liegen und ihr eben durch sie erst recht mich, den Schöpfer derselben, als solchen und als euren Vater erkennen möget. Denn je mehr ihr mich und meine Worte geistig auffasset, desto mehr vergeistigt ihr euer eigenes Ich und bereitet euch auf diese Art vor zum Übergang in höhere Stufen, die ohne diese Erkenntnis eben nicht zu erreichen wären. Denn kurz ist das Leben und lange die Ewigkeit. Daher meine Sorge für den Aufenthalt in der letzteren, wozu die Prüfungszeit in dem Ersteren nur als Probeschule oder Prüfungszeit gelten soll. Benutzt also die irdische Probeschule, um euch gehörig mit dem auszustatten, was ihr einst als Grundbasis dort nötig haben werdet. Benutzt die Spanne Zeit und meine euch stets in Fülle gegebenen Worte, damit die Ernte dem Säen eine Ehre mache und ihr, ehe ihr noch ins Geisterleben eintretet, wisset, was eigentlich Leben, was Geisterleben, was Welten, was materielles Leben ist. Nur so bewaffnet mit geistiger Kenntnis wird euer Fortschreiten leicht sein, und ihr werdet an Erkenntnis und Weisheit wachsen, je nachdem ihr diesen Bedingungen entsprechen werdet. Ein Geist muss wissen, was Geistesleben ist, muss wissen, wie viel es wert und zu was es da ist. Ein Geist muss wissen, wie groß der Unterschied zwischen scheinbarem und wirklichem, reellem Leben ist, um beurteilen zu können, inwiefern die ihn hemmenden Hindernisse geeignet sind, ihn statt rückwärts gerade vorwärts zu bringen. Nur mit dieser klaren Einsicht ausgerüstet kann ein vergeistigter Mensch ruhig der Zukunft entgegensehen. Denn er erwartet den Himmel nicht von außen, sondern trägt ihn in sich selbst, weswegen auch weltliche Störungen für ihn keine Störungen, sondern nur Anregemittel sind, ihn in seinem Glauben auf seine Bahn zu festigen und zu kräftigen. So müsst ihr durch Inneres Erkämpftes gestellt werden, damit ihr eure Mission in Bezug auf euch und andere erfüllen könnt. Solange bei euch selbst nur halber Glaube, halbes Vertrauen und wenig Geduld ist, solange erkennt ihr noch lange nicht das große Triebrad des Geisterlebens, welches, indem es alles bewegt, auch euch mit in diese Bewegung zum allgemeinen Ziel befördern will.
folget also meinem Rate, erwäget meine Worte wohl, bedenket, von wem sie sind und an wen sie gerichtet werden. Ich als Vater aller meiner geschaffenen Wesen lasse nichts unversucht, einem jeden zu helfen und ihm seinen Weg zu erleichtern. Wenn er sich aber nicht helfen lassen will, so werden die Misszustände, die daraus erwachsen, nicht mir, sondern nur ihm selbst zur Last fallen. Erwäget also alles und das Gute behaltet. So sagte ich einst, so rufe ich es auch euch zu, damit ihr nicht fallet, wenn etwa die Zeit der Versuchung kommen sollte, wo ihr euch selbst überlassen, die Folgen euch selbst werdet zuschreiben müssen. Es ist einmal das Geisterleben die Hauptbasis alles Seienden und das materielle Leben nur sein sichtbarer Faktor. Wer beide verwechselt oder ersteres gar leugnet, der wird am Ende doch gewahr werden, dass mit dem Verleugnen die Sache nicht abgetan ist, sondern erst dadurch das geistige Auge ganz erblindet und die Seele taub gegen alle Stimmen der sie umgebenden Natur wird. Wäre der Prozess des Geisteslebens nicht so furchtbar schnell, so würde man sagen können, wie ihr es oft als Sprichwort gebraucht, kommt Zeit, kommt Rat. Allein dieses Kalkül ist hier schlecht angewendet, denn die verlorene Zeit bringt nichts mehr zurück. Und die neue bringt stets Neues, nicht dem Vergangenen ähnlich. Und so ist es erstes Gesetz, die Zeit zu benutzen, damit nicht Reue über die vergeudete das Resultat des einstigen Erkenntnisses sei. Daher, meine Kinder, nehmet alles ernster, nehmet meine Worte ernster, nehmet es mit eurer Zeit ernster, damit meine Worte nicht tauben Ohren gepredigt sein werden. Dies wünscht euer Vater zu eurer Belehrung und zu eurem geistigen Fortschritt. Amen.